Ja, moin moin hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zum Multiplayer-Modus von Assassin's Creed Revelations. Heute mal exklusiv mit dem Audio-Grubber. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob mir das selber gefällt, diese Art von Kommentieren, weil ich weiß nicht, ob euch gefällt, ich weiß nicht, ob es mir gefällt. Das ist eine ganz neue Art. Ich habe mal aufgenommen und dann kommentiert, also Video angucken und dann kommentieren, also wie die ganz Großen das machen, Commander, Krieger etc. Ja, mit dabei habe ich als Fähigkeit Wurfmesser, Sprengfalle und als Eigenschaft Beobachter. Als Serienbonus habe ich Serienbonus mit 250 Punkten und Scanner. Und lasst euch vom Charakter überraschen. Genau. Da habe ich den schwarzen, sag ich mal, also den bräunlicheren Charakter genommen. Aber ich finde den immer noch am besten, weil der, ich weiß nicht, der hat einfach was. Und ich denke, ich werde mir irgendwann den Harlekin oder so holen. Der heißt ja jetzt mittlerweile Osmane. Und den Doktor. Der heißt auch Doktor. Ja. Und heute wollte ich mal mit euch ein wenig über so Sachen reden. So, wie ist denn der Multiplayer-Modus? Ist er gut? Ist er nicht gut? Ist der genauso wie Brotherhood oder nicht? Also, wie ihr jetzt sehen könnt, die Maps wurden jetzt nicht groß verändert. Das sind Rom ist jetzt dabei. Dann ist diese eine Map dabei, diese Burg, wo ich einmal gesagt habe, das ist meine Lieblingsmap. Jedenfalls schaut euch es an. Und das ist jetzt eine Art Deathmatch. Das haben die neu gemacht, kein Team Deathmatch, sondern normales Deathmatch ohne Kompass. Das heißt, wenn ich in der Nähe von einem Gegner bin, da war auch schon unser erster Kill. Wenn ich in der Nähe vom Gegner bin, leuchtet das Ding oben rechts. Was ist hier leuchten? Ist hell. Sag ich mal. Und ihr seht da drunter, ist so eine Anzeige, ist so ein Pegel. Und der ist von Anfang an auf, wie hieß das? Naja, auf jeden Fall von Anfang an ist er ganz gering. Und je näher ich dem komme und desto, je näher ich ihm komme und je langsamer ich bin, also ganz vorsichtig, desto mehr Punkte kriege ich. Also das steigt dann. Das heißt, man muss ihn erstmal verfolgen, ihm im Visier haben. Und wenn ich das tue, ihr könnt gleich sehen, das sind einige Kills mit dabei. Einige sehr schöne Kills. Die Fähigkeiten werde ich leider nicht benutzen, außer halt Serienbonus und Fähigkeiten. Oder Eigenschaften, genau. Aber die Fähigkeiten, die werde ich nicht benutzen, sprich Wurfmesser und Sprengfalle. Ich habe das auch gestern Nacht gedreht und da war ich ziemlich fertig. Und naja. So. Aber ihr seht, die Maps sind eigentlich geil. Die Grafik finde ich ist bombastisch. Die haben das so geil gemacht. Ich denke mal, ich werde auch eine Stunde mit Modus machen von Assassin's Creed Revelations Story Modus. Weil die Story ist einfach so gigantisch, das ist so eine geile Grafik und so. Also da muss ich echt schon sagen, Daumen hoch. Das war auch wirklich das letzte Spiel, was ich mir eigentlich geholt habe in diesem Jahr. Da gab es ja Driver San Francisco, habe ich mir geholt. Dann gab es da Battlefield 3, habe ich mir auch zugelegt. Das ist auch ein gigantisches Spiel. MW3 natürlich und jetzt letzten Endes Assassin's Creed Revelations. Die Sachen habe ich mir mal gegönnt und ich finde es eigentlich, ich kann mich nicht entscheiden immer beim Zocken, so weißt du. Wenn ich jetzt zum Beispiel einlege MW3, gut, was wäre denn jetzt im Battlefield 3 so? Was würde ich da machen? Ach, ich habe jetzt Bock auf Battlefield 3. Battlefield 3 denke ich dann, wie ist der Modus von Assassin's Creed? Der, da muss ich jetzt noch was machen, da bin ich nicht weitergekommen und so. Aber
im Großen und Ganzen kann ich mich eigentlich sehr glücklich schätzen. Nicht, dass ich euch das jetzt unter die Nase reiben will oder so, aber es hat mich auch ziemlich viel gekostet, diese ganzen Sachen zu kriegen. Also ich habe das garantiert nicht von den Eltern oder irgendwie zu Weihnachten oder was auch immer geschenkt bekommen oder von Oma. Musste mir eigentlich das alles selber anlegen. Aber hab's dann auch, gemacht. Das spare ich für eine HDPVR. Und damit ich euch gute High-Definition-Videos bringen kann, sprich auch Gameplays von Modern Warfare 3, aber das muss, das wollte ich eigentlich euch nicht verraten, weil sonst denkt ihr jetzt, morgen oder übermorgen kommt das Video. Nein, das muss noch warten bis Weihnachten. Das ist sehr schade, aber ja, das muss warten bis bis Weihnachten. Wochenende. Das Weihnachtswochenende, nein. Also, wenn ich das dann habe, dann kommt natürlich direkt am ersten Tag, wo es hier ankommt, wenn es in meinem Zimmer ist, wird sofort aufgebaut und sofort ein Gameplay von MW3 gemacht, dann MW2 Quickshotten, dann, ich weiß nicht, Alter, dann werde ich auf jeden Fall sehr, sehr höchstwahrscheinlich Revelations of Let's Playen mit der Habak HDPVR. Das ist gar keine Frage. Und, ja, ich hoffe mal, das lohnt sich. Aber ich denke mal schon. Denn ich habe ja gesehen, ihr habt ja fleißig auf die Tasten gedrückt. Ihr habt sehr viel abonniert. Ihr habt ziemlich viele Klicks gegeben. Dafür wollte ich euch auf jeden Fall erstmal danken. Ihr habt, ja, das ging so ratzfatz in diese letzte Woche. Da habe ich ja, Battlefield 3 Unboxing gemacht, MW3 Unboxing und jetzt mittlerweile noch Assassin's Creed Unboxing. Das hat mir echt den Arsch gerettet, Leute. Ich habe jetzt wirklich die Hoffnung aufgegeben. Ich habe gedacht, das wird nichts mehr. Aber ich denke schon, ich werde jetzt durchhalten und ich hoffe mal, dass das kriegen wir hin. Ne? Ich sage ja nicht ich sage ja wir. Also, wir sind ja jetzt mittlerweile eine Familie. Eine TGP-Familie? Nein. Aber, ja. Und jetzt nochmal ein bisschen was zum Gameplay. Also, die Steuerung vom Multiplayer-Modus, die hat sich geändert. Die hat sich auf jeden Fall geändert. Und, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Also, ob das wirklich genauso wie Brotherhood ist oder nicht. Da bin ich mir nicht so ganz sicher, aber es hat Ähnlichkeiten, sagen wir mal so. Man merkt, dass es Revelations, also man merkt, dass es ein neues Spiel. Genauso wie bei Modern Warfare 2 und Modern Warfare 3 war es auch sehr, sehr gleich. Also es war wirklich gleich, aber doch so verschieden. Ich weiß nicht, wenn ich verstehe, was ich meine, aber ich denke, die einen oder anderen werden es verstehen. Ja. So, ja. Jetzt könnt ihr eigentlich noch ein paar gute, schöne Kills sehen von mir. Ich habe gerade ein paar technische Schwierigkeiten, deswegen, ich weiß nicht, kann ich nicht so gut auf das Gameplay kommentieren, aber den einen oder anderen ist es, glaube ich, aufgefallen, dass ich von der Xbox aufnehme. Und ich saß hier mit meinem Flachbildschirmfernseher, den ihr ja beim Unboxing von MW3 gesehen habt. Da war die Grafik wirklich saumäßig für den Arsch, weil ich ja eigentlich normalerweise mit einem HDMI-Kabel zocke. So für private Runden und so, aber für die damaligen Let's Play, da hatte ich ja noch den Röhrenfernseher, was richtig für ein Arsch war, aber ich konnte da halt Let's Playen, ne? Und die Grafik war genau gleich, aber jetzt muss ich auf 480p auf einem Flachbildschirmfernseher zocken. Das ist, ich weiß nicht, den einen oder anderen mag es so richtig komisch vorkommen, so, was hat denn der kranken Typ, aber, nee, bei mir ist das geht nicht, aber für euch habe ich es halt gemacht, für Assassin's Creed Revelations. Habe ich mal gemacht und ja, schaut euch mal das an. Noch 3 Minuten sind circa übrig geblieben. 2 bis 3 Minuten. Ich bin eigentlich sehr froh, das Spiel zu haben.
Und ich hole mir mal eben kurz die Hülle. Ja, habe ich euch ja vorgelesen beim Unboxing-Video. Aber ich bin noch nicht in der Story so weit, dass ich jetzt beurteilen kann, ob die Story wirklich gut ist oder ob sie genau gleich ist oder immer wieder derselbe Scheiß. Aber ich denke mal eher nicht. Ich denke mal eher nicht. Aber ja. Wir spielen im schönen Konstantinopel im Jahre 511, also im Mittelalter. Noch eine Minute. Und ja, ich finde das eigentlich. Ja, wie soll ich das sagen? Die Maps sind geil gemacht worden. Halt immer noch derselbe Scheiß wie damals auch. Es ist natürlich 2. Aber man kann wirklich nicht sagen, dass es dasselbe ist. Also, es sind halt so verschiedene Spielmöglichkeiten jetzt. Adlerauge ist mit für die PS3er L3 für die Xboxer linker Stick reindrücken. Da ist das Adlerauge. Früher war es ja immer auf Dreieck bzw. Y. Und generell die Quests sind besser geworden. Vor allem, was ich geil finde, ist dieser Kletterhaken. Der ist geil gemacht worden. Ja, und wir wurden dann nochmal getötet und trotzdem sind wir der Erste, haben das Spiel schön bestanden. Ein paar sehr geile Kills, wie ich schon gesagt habe, habe ich hingelegt. Und ja, sind einige wirklich sehr schöne Kills dabei gewesen. Und ich hoffe mal, das Video hat euch gefallen, das Gameplay hat euch gefallen. Wenn ja, gib einen Daumen hoch, wenn nicht, gib mir einen Daumen runter, damit ich auch wirklich einschätzen kann, wie das Video war, ob ich es besser machen kann. Oder, ja, wie fandet ihr den Stil, das ich jetzt gemacht habe, zum Gameplay gesprochen. Ja, bis dahin, macht's gut und tschüss.